Ihr wollt 5G und das nicht nur, wenn ihr unterwegs seid. Dann sollten wir einen Blick auf den Archer NX200 werfen. Ein revolutionärer Router, der eure Internetverbindung auf das nächste Level bringt. Mit Funktionen wie 5G-Geschwindigkeit und Easy Mesh ist der NX200 mehr als nur ein Router. Er ist der Schlüssel zu hochmoderner und nahtloser Konnektivität für euer Zuhause, eure Ferienwohnung oder sogar euer Unternehmen. Stellt euch Folgendes vor. Ihr streamt ultrascharfe Filme in 4K. Ihr könnt blitzschnell Dateien runterladen und Videokonferenzen funktionieren nahtlos und ohne Verzögerungen. Blöd nur, wenn ihr beim Glasfaserausbau vergessen wurdet und die Datenautobahn jetzt einen großen Bogen um euer Zuhause macht. Good News, mit dem Archer NX200 und seinen ultraschnellen 5G-Geschwindigkeiten von bis zu 4,67 Gigabit die Sekunde ist das alles gar kein Problem mehr. Und das Beste daran, er ist auch noch 4G abwärtskompatibel, um wirklich allen Geräten gerecht zu werden. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die Funktionen an, die den Archer richtig besonders machen. Ich habe ja gerade schon von der 5G-Unterstützung gesprochen. Und die wird vor allem dann relevant, wenn mehrere Geräte gleichzeitig verbunden sind. Achso, und apropos mehrere Geräte. Auf was haben wir alle überhaupt keinen Bock? Funklöcher. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke mir wirklich manchmal, dass die Signale einfach lieber die Straßenseite wechseln, wenn sie mich sehen. Aber das gehört jetzt der Vergangenheit an. Ihr könnt einfach einen oder mehrere Easy Mesh-kompatible Router oder Range Extender zu eurem Netzwerk hinzufügen und so euer Zuhause in ein Multi-Gigabit-Mesh-WLAN verwandeln. Um die Abdeckung, die Geschwindigkeit und die Gesamtkapazität zu verbessern, bietet der Router die blitzschnelle Wi-Fi 6-Technologie. Und zudem braucht ihr keine teuren oder aufwendigen Breitbandinstallationen mehr. Einfach SIM-Karte einstecken, Highspeed-Internet genießen und zwar egal, wo ihr gerade seid. Wir sind ja hier in Deutschland, das heißt, mit Glasfaser ist es ein bisschen schwierig. Wenn ihr aber zu den paar wenigen Glücklichen gehört, herzlichen Glückwunsch. Das Beste daran hierbei ist, dass ihr über den Gigabit-WAN LAN-Port jetzt einerseits Glasfaser-Modems, auf der anderen Seite aber auch DSL- und Kabel-Modems anschließen könnt. Und die 5G-LTE-Verbindung sorgt zusätzlich im Hintergrund als Backup sozusagen für eine stabile Internetverbindung. So, kommen wir zur Einrichtung. Das Schöne daran ist, sie ist sehr einfach und intuitiv. Ihr habt zwei Optionen dafür. Die erste wäre über den Webbrowser. Ihr bekommt in der Anleitung von dem Gerät eine IP-Adresse mitgeliefert. Die gebt ihr in dem Webbrowser an und kommt dann zur Schnittstelle, wo ihr alles einrichten könnt. Die zweite Option wäre dann über die Tether-App und das schauen wir uns jetzt gleich gemeinsam an. Von dort aus lassen sich die Netzwerkeinstellungen, die Zugriffskontrollen als auch die Kindersicherung verwalten und das Ganze könnt ihr mit dem Smartphone oder wie wir jetzt gleich mit dem Tablet machen. Falls ihr die App aber noch nicht habt, könnt ihr sie über diesen QR-Code hier herunterladen oder alternativ findet ihr auch unten in der Beschreibung einen Link dazu. So, wenn wir uns die Tether-App jetzt runtergeladen haben und sie aufmachen, schaut das Ganze genau so aus. Und das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen unseren Gerätetyp identifizieren. Wir haben ja hier einen 5G-Router, deswegen wähle ich jetzt den 5G-Router aus und da steht auch schon Archer NX200. Let's go. Jetzt müssen wir uns überlegen, wollen wir das Ganze mit der SIM-Karte oder mit Ethernet-Kabel verbinden. Wir entscheiden uns jetzt hier für das Ethernet-Kabel. Und dafür brauchen wir ein Stromkabel und ein Ethernet-Kabel. Das haben wir hier. Jetzt das Erste, was wir machen, wir schließen das Modem ab. Das ist bereits passiert. Und jetzt müssen wir das Modem per Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden. Das Ethernet-Kabel stecke ich jetzt mal hier ein. So. Und nachdem wir das Ethernet-Kabel angesteckt haben, verbinden wir den Router mit dem Strom. Dem Stromkabel hier. Okay, ist auch drin. Jetzt leuchtet es hier ein bisschen. Und ich bekomme hier schon die Information, dass wir jetzt warten müssen, bis die On-Taste, die LED-Taste von dem Startknopf praktisch durchgängig leuchtet. Das ist jetzt bereits der Fall. Deswegen geht es jetzt weiter. Und jetzt verbinde ich mich mit dem WLAN. Öffne ich hier die WLAN-Einstellungen. Da wird mir hier auch schon der richtige Router angezeigt. Das Passwort und den Namen findet ihr übrigens unter dem Router. So, jetzt sind wir hier verbunden. Ich habe Folgendes angeschlossen. Okay, easy. Jetzt müssen wir noch ein Login-Passwort vergeben. Und das machen wir, wenn wir das Gerät zum ersten Mal einrichten. Ja? Und das war's auch schon. Unter meine Geräte hier seht ihr den Archer NX200 und der ist jetzt fertig eingerichtet und ready to go. Egal ob Streaming, Gaming oder Homeoffice.
Dank 5G und Mesh-Technologie sorgt euer Router dafür, dass euer Netzwerk immer sicher, schnell und zuverlässig bleibt. Der NX200 ist eure Eintrittskarte für einen schnelleren und vernetzteren Lifestyle. Und dabei ist ganz egal, was für eine Verbindungsoption ihr für euch nutzen wollt. Ja, und das war's auch schon mit dem Video. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal, liked das Video und aktiviert die Glocke, damit ihr in Zukunft keine technischen Neuheiten mehr verpasst. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal.